Zeit für die dritte Staffel. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal vom Writing Bull. Es geht weiter an einem Matzo-Dienstag, den 19. Oktober dieses Mal mit Stellaris. Liebe Grüße an euch, liebe YouTuber, dritte Staffel. Ihr werdet gegrüßt auch von Twitch. Wir sind hier gemeinsam mit etwas mehr als 200 Zuschauern aktuell unterwegs. Es ist noch früh am Abend und ja, wir wollen weitermachen mit unseren Terranern. So, und ich muss hier mal ganz kurz etwas klicken. Wir wollen weitermachen mit unseren Terranern und wir haben die letzte Staffel mit einer Entscheidung, mit einer offenen Entscheidung hinterlassen, welchen Pfad wir wählen wollen für die Tradition. Und da hatten wir uns ein bisschen ja was in die Auswahl gegeben. Ich habe mir natürlich selbst ein paar Gedanken gemacht, habe auch viel diskutiert, zum Beispiel mit euch auf Twitch gerade eben. Und wir hatten hier mehrere Möglichkeiten, wo wir gesagt haben, das macht auch aus rollenspielerischer Sicht Sinn. Also klar sind allgemein die Traditionspfade Ausbreitung super attraktiv, inhaltlich, gerade früh zur Partie, auch Vorherrschaft, da kann man sehr schön seine Flotte ausbauen, kann man viel mitmachen. Finde ich aber beides aktuell aus rollenspielerischen Gründen nicht ganz so spannend. Ich fände, dass für uns als Terraner, wo wir gerade hier ja, unsere ersten Schritte gehen ins Weltall, feststellen, die ganze Galaxie scheint gegen uns zu sein. Wir werden nur beleidigt, als Futter gesehen. Da finde ich entweder die Themen Anpassungsfähigkeit interessant, weil dass wir uns anpassen müssen, um zu überleben. Ich fand oder finde interessant Täuschung. Wir gehen viel auf Spionage momentan und vielleicht können wir unsere Feinde etwas täuschen. Machen wir beides nicht. Sondern wir nehmen den dritten Vorschlag, den wir hatten. Wir gehen in Richtung unnachgiebig. Wir haben festgestellt, die Galaxie ist groß und voller Gefahren. Und da sagen wir, da wollen wir jetzt uns ein bisschen bei den Traditionen mit ausbreiten. Wir nehmen das an. Hat einen direkten Effekt. Ihr seht es, wir bekommen nochmal zwei mehr Sternbasen, die wir bauen können. Und die Verbesserungsgeschwindigkeit für die Sternbasen ist auch um 50% erhöht. Liebe Grüße an Bierchen und danke dir für das 6. Abo. Halbes Jahr schon voll gemacht. Danke dir. Wir nehmen das an. Kostet uns auch Einfluss. Nee, Einigkeit, entschuldigt bitte, Einigkeit. Und das ist unser nächster Pfad. Für das nächste Mal, dass wir hier weitergehen Richtung unnachgiebig. Damit verbunden können wir auch gleich einen Erlass abschaffen, den wir uns teuer erkauft haben. Da haben wir Einfluss für ausgegeben. Das war richtig, richtig teuer. Nämlich Befestigung der Grenze. Macht eigentlich das gleiche wie das, was wir uns gerade über die Tradition freigeschaltet haben. Nämlich zwar mehr Sternbasen und auch, dass wir die Sternbasen besser ausbauen können. Aber wir haben da noch einen Malus mit, nämlich 10% mehr Reichsausbreitung, die wir bekommen, und wenn wir die überschreiten, bekommen wir fiese Mali auf die Kosten einerseits für diese ganzen Erlasse hier, andererseits auch für unsere Technologien. Prozentuale Mali, und das fände ich doch sehr fies. Momentan haben wir noch keine Schwierigkeiten, deshalb lasse ich den mal aktiv. Kostet uns nichts laufend, aber sobald wir hier Schwierigkeiten bekommen, können wir uns überlegen, dass wir hier runtergehen. Ansonsten, liebe YouTuber, vielen Dank auch nochmal an der Stelle für eure vielen, vielen freundlichen Kommentare inzwischen hier unter zwei Staffeln. Habe ich alle gelesen, viele davon auch kommentiert. Euch scheint das Ganze genauso viel Spaß zu machen, jetzt scheint genauso mitzufiebern wie ich. Das freut mich doch sehr. Und na klar, zum Thema, welche Tradition nehmen wir jetzt gerade mit unnachgiebig, könnt ihr mir gerne auch einmal schreiben. Interessiert mich auch sehr, welchen Pfad würdet ihr gehen, welchen würdet ihr am besten halten jetzt hier letztendlich. Dann einmal noch zum Thema Fraktionen. Die möchte ich auch zukünftig noch ein bisschen stärker mit berücksichtigen bei unseren Entscheidungen. Ich habe mir die Freiheit genommen, um sie etwas umzubenennen, weil ich die in einen oder anderen Titel doch etwas holprig fand. Ich sortiere das mal so nach der Zustimmung. Also wir haben einmal die Freiheit für Aliens Koalition. Das ist unsere größte Fraktion, die wir haben. Erzeugt auch ordentlich Einfluss, wie ihr seht. Wir können zwei Sachen, zwei Forderungen nicht umsetzen. Kürzliche Erleuchtung geht aktuell nicht. Und föderiert sind wir auch nicht. Aber ansonsten sieht das hier gut aus. Angeführt von Celine.
Dann haben wir die Liga der Gleichberechtigten. Die sind also hier sehr für Progression und für Gleichbehandlung gedacht. Ja, alles erfüllt, alles supi soweit, haben auch eine hohe Zustimmung hier. Beim Institut für die Forschungseffizienz. Dort möchte man gerne Wissenschaft ohne Grenzen machen. Da müssen wir mit drei anderen Reichen Forschungsabkommen haben. Da sind wir noch nicht. Irgendwie will keiner mit uns ein Abkommen schließen. Die wollen uns alle auffressen oder vernichten. Und dann haben wir noch die Rote Legion, angeführt von Alberto. Da ist die Zustimmung nicht ganz so hoch. Ihr seht das Ganze. Wir haben immerhin Nachbarschaftsrivalität. Das finden die gut. Aber erobert haben wir noch nichts. Wir haben auch keine Untertanen. Wir sind keine Lehnsherren. Und wir haben auch noch keine Leviathane getötet. Ja, das wollte ich auch noch zeigen, dass ich hier das ein bisschen umbenannt habe. Und dann wollen wir mal sehen. Wir haben hier noch ein Konstruktionsschiff, das wir noch nicht eingesetzt haben. Hier wollen wir uns ja nach noch Richtung Süden weiter ausbreiten. Und sobald diese Systeme uns gehören, können wir auch sagen, wir wollen hier mal das Hauer-System uns freimachen. Da sind noch so fiese Alienschiffe, die sind nicht besonders stark. Und dann können wir uns dort weiter ausbreiten. Einmal hier bitte einen weiteren Außenposten gebaut. Soweit, so gut, glaube ich. Ich lasse mal das Spiel weiterlaufen. Und wir schauen uns in der Zeit nochmal ein bisschen weiter an, wo wir denn so stehen. Wir bauen auf Alpha Centauri aktuell einen Generatordistrikt und haben noch einen Gebäudeplatz. Und hier möchte ich gerne auf Alpha Centauri, aber auch auf allen anderen Planeten, die wir haben, gerne uns das autochthone Monument gönnen. Da verbrauchen wir Kulturgüter, leider, also das sind ja dieses hier, Konsumgüter, entschuldigt bitte. Da haben wir nicht ganz so viel von, müssen aber dann nicht mehr so lange warten, bis wir hier neue Traditionen entwickeln können. Ich finde, plus 15 Einigkeit ist doch relativ wenig, das möchte ich gerne steigern. Viele autochthone Monumente sollte das Ganze doch fördern. Jetzt schauen wir mal, wir haben was entdeckt. Bei unserer Stätte, bei unserer Ausgrabung, wir waren ja gestartet auf den Schultern von Giganten und vielleicht bekommen wir jetzt endlich ein paar Antworten auf unsere große, Fragen. Was ist hier passiert? Was gab es hier für einen Krieg? Der nächste Schritt wird uns hier genannt von einem dunklen Geheimnis. Die Unstimmigkeit in unserer Geschichte, die konnten wir endlich durch die verlorenen Kapitel unserer wahren Herkunft erklären. Also mit wir sind wir gemeint als Terraner. Wir glaubten eins, der Fortschritt unserer Zivilisation sei von selbst eingetreten, allein und unabhängig. Inzwischen wissen wir, dass wir die ganze Zeit auf den Schultern von Riesen standen. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Wir söhnen uns aus, blicken nach vorn und akzeptieren unsere Vergangenheit nicht als dunkle Bürde, sondern als Sprungbett auf unserem Weg in die Zukunft. Es liegt nun an uns, selbst zu Riesen zu werden. Und wir sagen vorwärts, bekommen nochmal 5 kleine Artefakte und wir bekommen einen Modifikator. Angespornt von unserer Vergangenheit und der sorgt dafür, hey cool, dass wir mehr Einigkeit bekommen, mehr Zufriedenheit, unsere Regierungsethik wird attraktiver und nochmal 5% mehr Forschungsgeschwindigkeit. Wow, Leute, das ist aber cool und es sieht auch so aus, als ob das ein permanenter Modifikator sein sollte, oder? Sehr cool, da sage ich auch, vorwärts, machen Sie es so. War das jetzt das Ende unserer Ereigniskette? Ich glaube ja, oder? Jetzt müssen wir selbst hier zusehen. Jetzt haben wir keine großen Mentoren mehr, die uns auf uns aufpassen. Abgeschlossen. Leute, haben wir den Modifikator jetzt hier? Da ist er. Angespornt von unserer Vergangenheit. Ja, der ist permanent, Leute. Der läuft ab. Der läuft ab. Der läuft nicht ab. Sehr cool. Ein permanenter Modifikator, noch mehr Forschung, noch mehr Einigkeit. Das finde ich cool. Weiter geht's. Dann gucken wir uns mal an, wie sieht das auf der Erde aus. Ganz gut. Kein Defizit, viel Produktion. Müssten aber mal vielleicht wieder einen neuen Distrikt mal bauen. Wir können keine Gebäude bauen. Da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, vielleicht einen Stadtdistrikt zu bauen.
Wir haben auch nicht mehr so viele Konsumgüter, da finde ich das aber nicht so spannend auf der Erde. Survey complete. Das finde ich hier eher spannend auf Sirius. Ja, guter Hinweis im Chat, das Forschungsschiff ist natürlich jetzt frei geworden, während ich ja mir die Kolonien angeschaut habe. Einmal haben wir hier die WBs Iwamoto. Das war Celine. Die hat hier die Ausgrabung gemacht. Wo schicken wir die jetzt hin? Die könnten wir jetzt schicken nach Alpha Centauri. Kann hier gleich direkt weiter ausgraben. Nächste Ausgrabungsstätte. Was schauen wir uns hier an? Eine verlassene Kolonie. Die soll sie doch mal bitte ausgraben. Schwierigkeit 1. Das sollte schnell gehen. Und dann hat WBs Franziskon hier das erforscht. Okay, dann gehen wir hier mal weiter erforschen. Hey, werde ich träumen. Liebe Grüße an dich und danke dir fürs Schieren. Dann, was können wir noch machen? Ich kann mich erstmal noch ein bisschen kleiner machen für euch. Dann seht ihr noch ein bisschen mehr. So. Construction complete. Und dann, ja, nochmal schauen, was machen die Konstruktionsschiffe? Hier auf Steropa haben wir nochmal gebaut. Machen mal hier die Bergbaustation hin. Dann haben wir einen Anführer, der eine neue Stufe hat. Das ist unsere Vorsitzende, Clemence. Die hat Stufe 2 erreicht. Das ist sehr schön. Ja, und ich würde gerne unsere Flotte noch ein bisschen weiter verbessern und ein bisschen mehr unsere Sternbasen ausbauen. Da brauchen wir natürlich auch die Legierung für. Leute. Hier haben wir schon unsere Sternbasis. Hier können wir noch ein Gebäude bauen. Verteidigungsplattformen haben wir ein bisschen designt, sind aber auch sehr, sehr teuer. Ich würde erstmal hier vielleicht sagen, dass wir hier als nächstes auch nochmal Construction complete. die nächste Sternbasis bauen. Dann haben wir hier zwei zur Verteidigung. Hier können wir schon mal rüberfliegen. Da brauchen wir aber 200 Legierung leider für. Hier haben wir dieses System. Hier gibt es immerhin schon eine Laserabwehrstation. Okay. Und dann müssen wir auf den ganzen Sternbasen, 8 können wir ja inzwischen bauen, vielleicht zukünftig nur noch 6. Dann können wir dort auch noch dafür sorgen mit Ankerplätzen, dass unsere Flottenkapazität erhöht wird, damit wir ein paar mehr Schiffe haben können. Construction Haben wir complete. inzwischen 2 Flotten schon. Beide sind hier stationiert. Ich habe mir überlegt, ihr Lieben, dass wir in Biham vielleicht auch noch eine Sternbasis bauen könnten. Hier ist ja auch ein Wurmloch, das würde das dann auch mit schützen. Und die Idee ist folgende: Wir könnten dann diese Sternbasis hier, diese hier, die können wir dann voll ausbauen Richtung Verteidigung. Und die Feinde dann vielleicht auch so ein bisschen hier reinlocken. Das denken, oh, da ist ja gerade kein Schiff. Können wir ja schnell mal das ganze System einnehmen und unsere Flotte wartet hier. Hier dann vielleicht auch mit einer Schiffswerft, sodass wir dann auch weniger Unterhalt zahlen müssen mit Quartieren, mit Mannschaftsquartieren. Und dass wir dann vielleicht die erste Flotte hierhin verlagern. Und dass unsere erste Flotte vielleicht hier für das Gebiet Süd zuständig ist und die zweite Flotte vielleicht hier im Norden dann verteidigt. Ja, Nico, wir können auch auf Sternfeste auch sparen. Das wäre die nächste Beförderung, aber da haben wir die Technologie noch gar nicht. Und das dauert doch sehr, sehr lange. Und da würde ich erstmal sagen, von den Prioritäten her, vielleicht gleich einmal hier eine Sternbasis bauen. Dann haben wir hier schon mal zwei, sind schon mal ein bisschen besser zu verteidigen. Langfristig würde ich schon ganz gerne Asterope vielleicht mopsen von diesen Enten. Nachbarn hier, von diesen xenophoben Militaristen, weil das einfacher zu verteidigen ist. Das würde mir ganz gut gefallen. Das Konstruktionsschiff können wir hier auch einmal runterschicken. Hier können wir noch schön verbessern. So. Wir hatten uns die Kolonien ein bisschen angeschaut. Also auf der Erde haben wir auch nur noch einen Job. Ich glaube, das machen wir. Ich glaube, wir bauen hier einfach nochmal so ein Stadtdistrikt. Dann können wir nämlich auch wieder ein weiteres Gebäude bauen. Und auf Sirius können wir kein Gebäude bauen. Aber hier können wir uns nochmal einen Industriebezirk holen. Dann haben wir mehr Konsumgüter. Und damit können wir dann die autochthonen Monumente dann auch wieder weiter gut versorgen. Ja, jetzt haben wir auch genügend Legierungen. Verbessern hier einmal den Sternhafen. Zack. Das sollte auch jetzt fast doppelt so schnell gehen, oder? Wir haben noch zweimal so einen Bonus bekommen. Einmal durch unsere Tradition
und einmal durch unsere Richtlinie und durch unseren Erlass. Das sollte doch ganz gut sein. Ja, zwei Verbindungen ins Fallgebiet. Oh ja, Leute, schaut mal hier. Hier geht es tatsächlich weiter. Eieiei, hier und hier. Das heißt, vielleicht müssen wir in Breg so einen Vorposten haben. Ich bin mir nicht sicher, wie schnell dieser Schwarm sich hierhin ausbreiten wird. Wir gehen nochmal gucken. Was wissen wir von denen, Leute? Was wissen wir von diesem Schwarm? Feindlich. Wir sind jetzt inzwischen auf Stufe 30, deshalb können wir die ersten Sachen sehen. Die sind uns nur ebenbürtig. Wir können gut mithalten, was die Technologie angeht. Und auch von der wirtschaftlichen Macht her sind wir doch vergleichbar. Insgesamt auch ebenbürtig. Das gibt Anlass zur Hoffnung. Wir sind rivalisiert. Spionage kann nicht weitergehen. Jetzt werden wir nicht wissen. Jetzt könnten wir hier tatsächlich einmal sagen, dass wir vielleicht Informationen sammeln wollen. Das kostet uns, ich glaube, auch 10 Informationen. Dann fahren wir ein bisschen zurück, aber können danach weiter infiltrieren. Die maximale Infiltrationsstufe steigt. Und wir bekommen einen Geheimdienstbericht. Was meint ihr? Wollen wir hier Informationen sammeln? Kostet uns 4 Energieunterhalt und einmalig 200. Während ihr das beantwortet, gucke ich mir einmal kurz an, was haben wir hier für eine Anomalie gefunden im Fuelia-System? Wo sind wir denn hier? Ach, das ist hier, bei uns, um die Ecke. Neben dem Sonnensystem. Eine Routine-Anomalie. Okay. Über diesen Planeten treibt ein verlassenes Schiff ziellos umher. Sehe ich gerade gar nicht. Wo ist denn das? Muss ein kleines Schiff sein. Aufgrund der gewaltigen Segel, die aus seinem Rumpf hervorragen, scheint es sich zur Energiegewinnung auf die Sonne verlassen zu haben. Erforschen wir, ne? Ja, flottenmäßig werden sie viel mehr haben. Wir können auch etwas von unserem Geld ausgeben, Leute. Wir könnten Erlasse uns holen. Bildungskampagne, Recyclingkampagne könnten wir machen. Würden wir auch weniger Konsumgüter konsumieren und unsere Anführer werden schneller, besser. Und wir können natürlich auch Legierung kaufen. Dann können wir noch mehr unsere Stationen verbessern. Chat möchte gerne Spionage betreiben. Euer Wunsch, wir sind ja so eine Oligarchie, ne? Wir sind ja eine, wie nennt sich das bei uns? Wo sehen wir denn das hier? Ich weiß, dass wir eine oligarchische Gesellschaft sind. Genau da steht das. Eine Oligarchie, da dürfen die wenigen entscheiden, was die vielen machen. Oh, und unsere Archäologin ist jetzt schon auf Stufe 6. Sehr cool. Ist das schon das Maximum? Na, es geht bis 9. Da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, dann machen wir das doch, oder? Materialien brauchen wir dafür nicht, nee. Die können wir dann beschaffen. Könnten wir auch machen. Ist aber, schaut mal, ist noch teurer. Und ist sehr herausfordernd. Boah, die haben eine ziemlich gute Verschlüsselung. Also im Entschlüsseln sind die nicht so gut, aber die sind gut in der Verschlüsselung im Vergleich zu uns. Dann vielleicht erstmal mit was Kleinem begrüben. Vielleicht machen wir hier mal Informationen sammeln. Kostet 4. Beginnen das mal. So, jetzt läuft das. Und das läuft jetzt hier wie so eine archäologische Stätte ab. Hier werden wir dann jetzt immer so würfeln und gucken dann mal, wie die Erfolge sind. Kann auch schief gehen. Es kann auch was Furchtbares passieren. Dann gucken wir mal hier oben. Das Khan-Visam-Regime. Wo sind wir hier? Wir sind hier bei 50. Haben auch das Maximum erreicht. Hier könnte ich mir vorstellen, Leute, dass wir vielleicht einmal Mittel beschaffen sagen. Oder? Dann haben wir hier dauerhaft auch mehr Sichtbarkeit bzw. Vorteile. Die sind nämlich nur ebenbürtig in der Verschlüsselung und das sollte besser klappen, oder? Geben wir mal so richtig viel Geld aus, dann sind wir fast pleite, Leute. Wir machen das mal. Ich finde das Spionage-Feature super spannend. Das möchte ich gerne mit euch gemeinsam weiter erkunden. Das ist ja auch erst kürzlich rausgekommen. So, weiter geht's. Konstruktionsschiffe haben nichts zu tun. Hier ist jetzt die Station fertig geworden. Dann wollen wir doch hier dafür sorgen, einmal, dass wir mit Ankerplätzen unsere Flottenkapazität erhöhen können. So, wird gebaut. Einmal Ankerplätze und einmal vielleicht was zur Verteidigung, einmal Geschütze bitte.
So. Haben wir hier, haben wir auch, hier haben wir Raketen, okay, und hier haben wir auch Ankerplätze und können uns noch ein Gebäude holen. Und dann geht das auch in die Verteidigungsplattformen. Die würde ich aber primär erstmal hier machen. Ich glaube, das ist vielleicht der größere Feind mit diesem gefräßigen Schwarm. Ich glaube, die werden uns eher den Krieg erklären als die Enten hier oben. Würde ich mal vermuten. Wir können mal ein bisschen Gold tauschen. Was kostet uns denn das? 250 Legierung für 1417 Credits. Ich glaube, das können wir uns leisten. Wir haben so viele kleine Artefakte, die können wir auch zu Geld machen. Wir holen uns mal mehr Legierung. Haben wir gemacht. Wird auch jetzt gleich teurer, der Umrechnungskurs. Und wir müssen 30% Marktsteuer zahlen. Das ist echt, echt viel. Und jetzt können wir... Ja, vielleicht diese Station gleich einmal verbessern. Erstmal hier unten noch weiter ausbreiten. Das soll ja nicht darunter leiden. Da gehen schon mal 90 Legierungen weg. Und dann bauen wir hier mal noch eine Verteidigungsstation, Leute. Wir haben einen Lunar Laser, dann vielleicht eine Punktverteidigung. Das können wir uns das genau leisten. Das ist perfekt auf die Null. Das soll so sein. Das nenne ich Vorhersehung, dass das so aufging. Ja, jetzt sollte es hier weitergehen. Hier wird fleißig gebaut und wir haben die Anomalie. Hier, bei diesem Planeten haben wir fertig erforscht. Was haben wir denn dort entdeckt? Im Orbit um Foelia 5 haben wir ein verlassenes Sonnensegelschiff gefunden. Das Unterlichtschiff wurde von einer unbekannten Kultur gebaut und scheint mehrere Jahrtausende alt zu sein. Eines der gewaltigen Segel hat einen großen Riss, wo es von einem Objekt durchschlagen wurde, höchstwahrscheinlich einem Meteoriten. Wer hätte das gedacht? Dieser Zusammenstoß scheint das Schiff unbrauchbar gemacht zu haben. Die Technologie ist zwar stark veraltet, aber hinsichtlich seiner Konstruktion wurden einige interessante Entscheidungen getroffen. Ein interessanter, wenn auch primitiver Schiffsentwurf bringt uns 10, 12 Monate an Ingenieurforschung, nehmen wir gerne mit, ne? Sehr schön. Das sollte geklappt haben. Können wir auf Alpha Centauri etwas bauen? Ja, hier machen wir das jetzt mit dem Autochthonen-Monument. Wir haben, also das können wir jetzt machen oder später. Momentan haben wir noch nicht so viele Bürger hier. Schaut mal, wir haben einen Spezialisten. Das muss erst noch weiter wachsen. Vielleicht warten wir da mit diesem Monument noch ein bisschen, weil der Bürger wahrscheinlich... Ja, wird er dort eingesetzt werden? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das hat noch ein bisschen Zeit. Das machen wir vielleicht bei den anderen beiden, die schon ein bisschen weiter ausgebaut sind, oder? Genau, das solare Imperium geht weiter. Wir haben was erforscht. Was haben wir denn erforscht? Wir haben Nachbrenner erforscht. Ach, diese leistungsstarken Schubtriebwerke beschleunigen die Gefechtsgeschwindigkeit von Schiffen, haben aber einen hohen Energieverbrauch. Okay, was machen die denn? Unterlichtgeschwindigkeit plus 10% und besser ausweichen. Kosten aber auch 4 Legierungen. Das ist teuer. Aber gucken wir uns mal gleich an, ob wir das einbauen werden. Was können wir noch machen? Hey, Sternenfeste. Haben uns gerade überlegt, ob wir das uns als nächste Tech holen. Ist sehr teuer mit 5000 Ingenieurpunkten. Zerstörer. Können wir dann auch Zerstörer bauen? Ein neuer Schiffstyp. Ein größerer Schiffstyp. Weltraumtorpedos ist eine neue Torpedoklasse, ne? Da haben wir ja schon Torpedos. Ich glaube, unsere sind sogar besser als die. Ich glaube, das brauchen wir nicht unbedingt. Dann können wir Kerntiefenbergbau machen. Dann bekommen wir noch mehr Mineralien. Da haben wir momentan kein Bedarf dran. Roboter, ja, Maschinenschablonensystem, das können wir uns schnell erforschen, aber bauen wir jetzt eh nicht. Ja, Chat ist sich nicht einig. Der Chat möchte sowohl Befehlslimit als auch Zerstörer als auch die Sternenfeste haben. Würden wir jetzt schon Zerstörer auch bauen? Oder ist es schneller, besser die Sternenfeste uns zu holen? Ich glaube, wir holen uns erst die Sternenfeste, Leute. Also Zerstörer ist auch cool, werden wir uns mit Sicherheit holen. Gehe ich aber davon aus, dass es vielleicht beim nächsten Mal noch mit dabei sein wird.
Ich nehme mal die Sternfeste. Einfach weil wir momentan ja sowohl durch unseren Traditionspfad gerade angenommen jetzt hier schneller unsere Sternbasen auch aufleveln können und zum anderen auch die Richtlinie dafür haben. Und dann geht das Ganze vielleicht besser. Aber Zerstörer sind auch sehr gut. Werden wir uns bestimmt auch noch holen. Und man kann wie immer alles begründen. Einmal geschaut, was hat es mit den verlassenen Kolonie-Ruinen auf sich? Die waren auf Alpha Centauri, ne? Hier. Boah, ist das Fenster so groß, kann ich euch Alpha Centauri gar nicht so richtig zeigen. Die seltsamen Ruinen weisen keinerlei Anzeichen von Schäden auf. Häuser, Fabriken und andere Gebäude mit unbekanntem Zweck stehen allesamt einsam und verlassen da. Wo sind alle hin? Wahrscheinlich birgt das große Gebäude in der Mitte der Kolonie die Antwort. Einmal untersuchen bitte und nochmal drei Artefakte. Geht gleich weiter. Das ist es. Das ist Alpha Centauri. Ich lasse mal die Spielgeschwindigkeit weiterlaufen und wir schauen uns mal an, können wir noch was machen mit unseren Relikten? Ja, Vielfalt feiern ist ausgelaufen. Können wir uns nochmal Einigkeit holen? Finde ich cool. Ja, die Regierungsethik mit Xenophil finde ich nicht so schlimm, aber zwei Relikte von 56 für 100 Einigkeit. Mann, Mann, was ist denn jetzt hier los? Das finde ich ganz cool, oder? Ja, Nachbarn, da schauen wir uns auch gleich noch an, natürlich. Wir feiern einmal die Vielfalt und bekommen 100 Einigkeit. Dann haben wir im Breg-System, haben wir hier eine Anomalie entdeckt. Was denn? Die, in der Atmosphäre wurden Lebenszeichen entdeckt. Oh, könnte eine Biosphäre dort vorhanden sein. Eine einfache Anomalie wird sofort erforscht. Und hier haben wir auch exotische Gase entdeckt, die uns vorher unbekannt waren. Die Gase haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere bei dem Betrieb fortschrittlicher Energiewaffen und Kraftfelder. Ach, und auch als Treibstoff oder als Droge kann man das Ganze verwenden. Cool. Hier wird es weiter erforscht und jetzt schauen wir uns tatsächlich mal an, dass wir ja gerade erforscht haben, das war glaube ich die Ingenieurforschung, dass wir hier bei den Schiffen vielleicht was anders machen können. Ich gehe mal in den Schiffsdesigner rein und guck uns mal die Korvettenklasse an. Jetzt haben wir die Nachbrenner erforscht. Wo finden wir die Nachbrenner? Ich glaube, das sind Hilfskomponenten. Da sind die Nachbrenner. Und die sorgen dafür, ja, 10% Unterlichtgeschwindigkeit, das ist schon ganz cool, oder? Und 5% Ausweichen finde ich auch gut. Das gefällt mir. Die nehmen wir mal mit rein. Ich finde es gut, wenn unsere Korvetten schnell unterwegs sind. Kostet auch viel, ist klar. Speichern wir einmal. Einmal. Dann machen wir das Ganze natürlich auch bei unserer Artillerie. Die soll auch schnell unterwegs sein. Einmal Nachbrenner, bitte. Ja. Auch einmal speichern, bitte. Und jetzt können wir mal sagen, wir wollen das bitte aktualisieren. Bitte einmal upgraden. Flottenmanager. Kostet uns 16 Legierung für diese Flotte. Das können wir uns leisten. Und hier kostet uns das Ganze 80. Ja, da warten wir mal noch einen Monat. Und dann geben wir auch alles für die 20 Schiffe direkt in Auftrag. Ships upgraded. Leistung ist positiv, genau. Solange die Leistung positiv ist, geht alles. Da können wir alles mitmachen. Ach, jetzt habe ich hier gedrückt. Ach, ich wollte eigentlich erst drücken, wenn wir die 80 hatten. Ich habe mich verklickt, ich bin ausgerutscht oder mausgerutscht. Ja, René, also ob eine Artillerie da jetzt die Geschwindigkeit braucht, ist natürlich eine berechtigte Frage. Aber da das ja momentan ein Flottenverbund ist, wo wir das Ganze gemischt haben, sollen die Schiffe schon gleich schnell sein. Und auf der anderen Seite können wir das ja nicht ganz so direkt steuern, dass die wirklich weiter hinten bleiben sollen und sich nicht so stark bewegen. Deshalb glaube ich mal, dass das so okay ist. Was ist denn jetzt passiert? Auf Brig 3 sind wir wieder unterwegs, wo wir die Lebenszeichen uns angeschaut haben und wir haben dort tatsächlich ein üppiges Ökosystem entdeckt. Dort folgen gewaltige, schwebende Kreaturen, deren Körper mit Treibgasen gefüllt sind, den Windströmungen und sie nähren sich an der Energie, die durch die häufigen Gewitter auf dem Gasriesen freigesetzt werden.
freigesetzt wird. Okay, diese Wesen wiederum unterstützen die ganze Kolonien kleiner Lebewesen, die Jagd auf atmosphärisches Plankton machen. Und aufeinander. Wow. Wir bekommen hier mehr Sozialforschung. Die Sternbasen kann ich hier mal ausklammern. Ich glaube, das brauchen wir uns nicht mehr anzuzeigen. Schiffswerfen finde ich auch nicht so spannend. Hier rechts können wir noch was bauen. Ja, hier ist abgeschlossen. Einmal bitte Bergbaustation. Geht auch gerade günstiger. Bekommen wir hier noch mehr Energie. Sind ja schon fast pleite hier oben bei plus 2. Und hier haben wir dann uns vor, weiter auszubreiten. Hier wird noch erforscht. Beobachtungsposten ist da. Oh, ein liegen gelassenes Kommuniqué. Was ist denn hier passiert? Einer unserer Verwalter auf der Erde hat unvorsichtigerweise einige sensible Materialien offen liegen gelassen und prompt sehe ich den Twitch-Chat nicht mehr. Ihr seid weg, Leute. Das ist ja mysteriös. Einschließlich eines Verschlüsselungscodes, dessen bloße Existenz außerhalb von Regierungseinrichtungen eine grobe Verletzung des Protokolls darstellt. Echt, wer lässt denn das einfach so liegen? Die lokalen Behörden bemühen sich, die Sicherheitscodes zu wechseln, da es durchaus möglich ist, dass diese Materialien in feindliche Hände gelangt sind. Eieiei. Verschlüsselung minus 2. Und ein Verwalter wird degradiert. Entlassen und degradiert. 5 Monate. Achso, und hier ist das 5 Monate weniger Verschlüsselung. Müssen aber auch 250 Credits dafür bezahlen. Oder 12 Monate. Jetzt muss ich erstmal den Chat hier wieder mir anzeigen lassen. Zugriff verweigert, wurde mir hier gesagt. Kaum gibt es hier so eine Nachricht, Leute, dass da was nicht klappt mit den ganzen Verschlüsselungen. Da seid ihr wieder. Ihr seid wieder da. Twitch-Chat macht gerade Spionage. War das einer von euch, der das liegen gelassen hat, Leute? Dann werde ich aber böse. Ihr könnt doch nicht einfach sowas hier liegen lassen. Leute, das kann kein Zufall sein. Unglaublich. Was machen wir da? Leute. Ja, feuern wir diesen inkompetenten Tölpel oder sind wir nachgiebig? Was wir dort machen, schauen wir uns jetzt mal an auf Twitch, auf YouTube. Leider erst beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut, bis dahin, euer Matsuman.